Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir reiten jetzt nochmal hoch auf die Burg, weil ich ja beim letzten Mal gesehen habe, dass da oben ein Aktivitätengeber ist. Von dem ich hoffe, dass es der ist, den ich suche. Ich weiß es aber nicht. Ich habe nichts nachgeguckt seit dem letzten Part. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich schon eher hin. Wir müssen morgen früh, glaube ich, was? Beim Wettrennen mitmachen. Ist das markiert irgendwie? Das Rennen. Reite morgen Mittag auf Zoras Apfelschimmel zum Thalberger Stadttor. Das ist ja das hier oben, richtig? Sekunde. Ja, das ist hier. Also hier an der Kreuzung ist das, okay. Morgen Mittag. So, Sekunde. Hier sind Aktivitätengeber. Guten Tag. Den suchen wir mal kurz jetzt hier. Hey. Okay, ist über uns. Oder unter uns ist noch irgendwas. Das ist nur ein Dorfbewohner. Herr Divish, guten Tag. Der Kämmerer. Servus. Den habe ich gesucht, glaube ich. Was kann ich für dich tun? Ja. Grüß Gott, Meister Kämmerer. Da wäre ich. Das sehe ich. Und was willst du von mir? Ich bin der neue Meisterjäger. Ich soll mich bei dir melden. Aha, ja. Die ganze Sache mit Nikolas war, wie soll ich sagen, etwas unglücklich. Aber ich will dich nicht mit den Klagen eines alten Mannes belästigen. Zu deinen Pflichten. Du musst die Burgküche mit Wild versorgen und die Wälder vor Wilddieben schützen. Von denen sollte es zurzeit aber nicht allzu viele geben. Nein, vermutlich nicht. Wann soll ich anfangen? Unverzüglich. Herr Divish wird in Kürze ein Festmahl abhalten und verlangt nach Rotwild. Gut, ich gehe sofort an die Arbeit. Übrigens, der Meisterjäger wird mit Jagdbogen und entsprechender Kluft ausstaffiert. Du findest alles in der Hütte, die ebenfalls dir gehört, solange du das Amt inne hast. Das sind gute Nachrichten. Ja, nichts als gute Nachrichten. Und jetzt Abmarsch. Gott sei mit dir. Sehr schön, wir sind Jägermeister oder Meisterjäger, je nachdem, wer es wie auslegt. Ja, hier wollte ich nicht raus. Ich sag mal so, der Bogen wird Schmutz sein, den wir kriegen werden, und die Kleidung wird wahrscheinlich auch Dreck sein. Ich werde auf jeden Fall den lustigen Jägershut aufsetzen, weil, hä, arschwitzig? Wie spät haben wir es? Halt deine Schnauze. 19 Uhr, okay. Das könnte für Jagd ein bisschen spät sein. Heinrich, der Jägermeister. 90 Rotwild will er haben, also Hirsch. Haben wir hier Hirschwälder überhaupt? Ja, hier ist Hirsch und Reh. Dammwild, glaube ich auch, ne? Nennt man das? Keine Ahnung. Also da, wo ich markiert habe, ist Hirsch und Reh. Das ist schon mal gut. Ah, das habe ich bestimmt noch letztes Mal schon markiert, als ich für irgendwen ein Hirschgeweih holen musste. Da habe ich das mit Sicherheit markiert. Wir reiten mal erstmal kurz zu unserer Hütte. Das ist ja eh dahinter alles. Ich bin immer erstaunt, wie früh man das naturburschen Scheißzeug kriegt. Das ist ja so, du bist 1,5 Meter aus der Stadt raus. Ah, Naturbursche. So, okay, Bruder. Nett, aber unerwartet. Frau, steh nicht so vor der Brücke. Gleich beschwert sie sich. Darfst halt auch nicht so im Weg rumstehen, upsie. Bin falsch geritten, aber hier müsste ich irgendwo hochkommen. Genau, hier. So, und seine alte Hütte ist jetzt unsere Hütte. Die gehört uns jetzt halt auch. Das heißt, uns gehört ja wahrscheinlich auch alles, was hier drin und dran ist, ne? So, das heißt, das ist unsere Truhe. Oh, okay, cool. Das Leben im Wirtshaus 4. Wir müssen eh alles lesen, was wir noch nicht gelesen haben. 7. Das ist unsere Kiste, oder? Ja, okay. Bin dumm. Das ist die Kiste, die uns... Also, das ist unsere klassische Kiste. Rezept für Wermutgeist muss ich auch mal lesen, fällt mir gerade auf. Verbessert ja auch immer Lesen noch. Die Karten kann ich auch noch alle lesen. Okay, das Wildschweinfleisch kann weg. Sekunde, so. Das Hirschfleisch kann weg. Die Räucherwurst kann weg. Der Schirmling kann weg. Und das Wildschweinfleisch kann weg. Jutti.
Genau, dann wollte ich jetzt einmal lesen. Das kann ich wahrscheinlich noch nicht lesen. Aber wir haben ja noch hier so ein Zorn. Das war irgendwas haben wir noch. 98.000 Gold einfach. Genau. Rezept für Trank des Nachtfalken und Rezept für Wermutgeist. Achso, das kennen wir schon. Okay. Geht das weg, wenn ich mir das angucke? Ja. Okay. So, das heißt, ich tue erstmal wieder alles in die Kiste. Pass auf, das, das und das kommt in die Kiste. Und dann haben wir das gelesen und das gelesen. Das können wir noch nicht lesen, deshalb behalte ich das dabei. Das kann weg. Die kann erstmal weg. Der kann weg. Gott. Jetzt dürfte ich nicht mehr überladen sein, ne? Genau, 167 Kilo. Habe ich irgendwas dabei, was ich nicht brauche? Die ist echt was wert. Der Skeletzer Schild ist unser. Ist ja so ein Ehrending. Warum? Oh Gott, die Kumanenmaske. Die Kumanenverkleidung, ja, okay. Die würde ich auch noch wegtun, weil die sind halt wertlos. Also, die sind halt nicht wertlos, aber die sind halt jetzt gerade für mich echt nicht nützlich. So. Und die, weil die schlechter sind als meine. Achso, die könnte ich verkaufen, ne? Scheiße, was auf. Mein schwarzer Dupont ist schon wieder im Arsch. Scheiße. Frauenschlappen. Achso, ja, wahrscheinlich von ihr noch, ne? Okay. Kunst des Aufbrechens habe ich schon gelesen. 200 Groschen. Oh, hochwertige Pfeile. Ja, okay, das ist halt der ganze Müll, der ihm gehörte, ne? Boah. Kann da alles von mir aus drin bleiben. Ich brauche nichts davon eigentlich. Wo ist denn der witzige Hut denn? Ah, da ist mein witziger Hut. Servus. Ja, Rest ist eigentlich eher so Müll. Und ganz ehrlich ist. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir Hunger? Wir haben Hunger. Und wir müssen noch mal schlafen, aber nicht jetzt. Wir holen uns mal den Gaul her. Und dann reiten wir mal hinten ins Jagdgebiet. Und zum Jagen setzen wir selbstverständlich unseren Jagdhut auf. Ich glaube, ich sehe maximal dämlich aus. Achso, dann könnte man auch hier mal das Gerät absetzen, ne? Und das vielleicht auch. Und eigentlich jagt man auch nicht in Rüstung, also. So. Wir brauchen aber Schuhe, ne? Also Schuhe brauchen wir schon. Ne, das sieht dämlich aus. Ich habe keine Schuhe. Achso, warte mal, doch, ich kann ja die Schlappen dazu anziehen. Genau, so laufen wir rum, würde ich sagen. Sieht ein bisschen dämlich aus, aber passt schon. Passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Okay, dann wollen wir mal hier hinten raus. Und dahin, wo ich den Scheiß markiert habe. Das müsste ja ungefähr in diese Richtung sein. Und dann können wir gleich auch schon wieder schlafen gehen. Dann ist morgen der andere Scheiß. Morgen ist halt... Okay, ich wollte gerade sagen, Alter, zieh doch bitte den Bogen. Mhm. Hab ich hier gerade was gehört? Keine Ahnung, hier läuft ein Wanderer. Okay. Dann suchen wir mal nach Wild. Da steht welches. Der wollte gerade weglaufen. Das gibt's hier aber bei mir nicht. Hübsches Tierchen. Ja, das sollte reichen. Zack, Aufgabe erfüllt. Wir haben so viel Gewicht, das heißt, wir tun mal was in den Gaul. Und Köter, komm mal her. Bist du ein feiner Hund? Ein guten, so ist's echt.
Und kriegst natürlich noch Gutes zu fressen. Ja, hier eine Räucherwurst. Die ist nichts wert. Okay, besorge ich gleich noch mehr, weil der mit Sicherheit noch mehr haben will. Ich brauche auf jeden Fall noch Wildschwein. Wildschwein wäre da hinten. Das wäre auch das nächste. Ich würde sagen, wir reiten da mal kurz hin. Weil so spät ist jetzt noch nicht. Und dann reite ich gleich einfach Schnellreise zurück. Hasen brauchen wir safe auch noch. Ich würde jetzt auch mal wieder interessieren, ob in dem Gaul hier der Scheiß schlecht wird. Das war ja mal nicht so. Habe ich den Gaul eigentlich inzwischen repariert? Nee, der Jagdsattel ist kaputt. Freddy meinte, vielleicht liegt das ja auch daran. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber müsste ich vielleicht mal reparieren. Oder einfach neu kaufen. Ja gut, das ist hier so eine Kuhle von so einem Säulen. Übrigens der Grund, warum ich immer absteige, ist, dass ich von... vom Gaul aus nicht kämpfen kann. Nicht anständig. Den hätte ich gerne und Wildschweinfleisch 179, Junge, Alter. Okay, ich nehme alles mit. Würde ich sagen. Ich bin massiv überladen. Juhu, Alter. Psi. Gaul, ach, Gaul hat Platz ohne Ende. Das ist schön. Schweineleber, Wildschweinfleisch. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch die Leberscheiß davon dabei. Eine zweite mache ich nicht fertig. Das lohnt sich nicht. Ich würde gerne noch Hasen mitbringen. Reh ist ja, glaube ich, das gleiche wie Hirsch. Oder? Ist Reh nicht das gleiche wie Hirsch? Das nicht in den Gaul getan. Ich habe es weggeworfen. Ich Vollidiot. Das war jetzt nicht so gut. Bin ich ganz ehrlich. So. Er hat noch ein bisschen Platz, aber jetzt auch nicht mehr so viel. Ich brauche 10. Ach, okay, ja gut. Ich habe vielleicht ein bisschen viel dabei. Aber wie gesagt. Ich habe. Okay, man schießt den Fall, wenn man. Einfach loslässt. So. Zack. Achso, Hundi hat mir den Fall wiedergebracht, okay. Abstich. Genau, die droppen auch Hirschfleisch. So, wie viel kann der Gaul jetzt noch aufnehmen? Nicht mehr so viel. Ich habe noch eine ganze Menge Waffen dabei. Ich bin ganz ehrlich, ne, hier so Wein und sowas, das kann einfach, upsie, das kann einfach weg. Das ist nichts wert. Das hat keinen Vorteil. Das bringt mir alles nichts. Den Rest hätte ich eigentlich gern behalten. 378 ist natürlich immer noch nicht so viel. Inventar, Nahrung. Ja, okay, das geht nicht. Wie viel kann ich denn reinlagern? So erstmal. Okay, hat noch ein bisschen Platz, aber jetzt auch nicht mehr sehr viel. Keine 10. 5 auf jeden Fall noch. Und... ich brauche noch 90. Wenn ich jetzt 10 droppe, dann haben wir immer noch zu viel Gewicht. Naja. Okay, 217. Also ich bin ganz ehrlich, hier so Pelz und so ein Scheiß. Also, es ist 50 wert, es wiegt 4. Das ist es halt einfach nicht wert, das mitzunehmen, ne?
Ich habe da eben noch mehr Haut aufgehoben, oder? Ja, genau, Wildschwein, der weg damit. So ein Wildschweinhauer, okay, wiegt halt nichts. Pass auf, alles und nach Gewicht bitte. Ich brauche halt noch den Skill, dass die ganzen Sachen nichts wiegen, wenn ich sie anhab. Das wäre noch gut. Ich muss noch 3 Kilo loswerden. 1, 2, 4 muss ich im Endeffekt noch loswerden. Ja, okay. 3. 0,7 noch, komm. Die beiden weg. Komm, zack. Und dafür haben wir jetzt alles Mögliche dabei. Gaul, komm mal her. Lass mich raten, wenn ich Schnellreise benutze, ist das Wildschweinfleisch bis dahin, ist das Dingensfleisch bis dahin kacke. Das ist der Hund. So. Wir wollen dahin. Bitte. Danke. Jetzt sag mir nicht hier auf dem Pilgerer. Freunde. Ich sag dir, ne? Ich sehe deine Freunde da im Hintergrund übrigens stehen. Achso, dann das bist du. Okay, ja. Gucken wir uns mal kurz um. Er hat scheinbar niemand dabei, aber es ist ein Bettler, weil kein Pilgerer. Was willst du denn? Was ist passiert? Herr, wenn du nur wüsstest. Er versprach, mich zu ehelichen, doch seine Mutter wollte das nicht. Klingt doof. Da haben sie ihn erschlagen. Erschlagen haben sie ihn, die Hunde. Und seine Mutter erzählt allen, es wäre meine Schuld. Jetzt habe ich einen Balk und wir hausen im Wald wie Getier. Nachts verstecke ich mich im Wald und untertags bettle ich hier am Wegesrand. Ich würde den Kindern gern mehr zu essen bringen als Eicheln. Hast du nichts für mich, Herr? Etwas zu essen geben? Ich würde dir etwas geben, aber ich bin auch arm. 5 Groschen. Warum stehst du nicht die flüchtigen Ratei an? Du kommst nichts von mir. Essen? Ich schau mal. Pass auf, du kriegst einfach 20 Hirschfleisch oder so. Ich habe ja noch was im Gaul. Wie wäre es hiermit? Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Also eins hätte wahrscheinlich gereicht, aber ich pisse halt 20 davon, ne? Ich meine, ich kann die Scheiße jagen. Ich darf das sogar. Offiziell. Es ist mir halt einfach egal. So. Dann wollen wir jetzt mal wieder nach hier reisen. Muss ich gleich nochmal kurz gucken, was ich aus dem Gaul noch rausnehmen kann. Ich werde in der Thallenberger Kammer schlafen oben. Damit wir dann morgen direkt schön... guck mal, da werden wir sogar über unseren Hof geritten. Damit wir dann morgen direkt beim Scheiß mitmachen können. Es hieß am Morgen, ne? Nicht bei Sonnenaufgang oder so eine Scheiße. Ja, ja, komm, halt die Schnauze. So, meint ihr, der Kämmerer schläft schon? Wahrscheinlich, ne? Schnauze. Schnauze. So, Gefährte. Pferd. Wie viel habe ich denn jetzt dabei? 89. Habe ich ihr nur 1 gegeben? Ich hatte doch 90. Und ich habe ihr 20 gegeben, dachte ich. Gefährte. Gut, dann gib mir mal ein Hirschfleisch. So. Hirschfleisch 90 von 90. Kamera. Boah, hallo, Herrin Stefan, ich bin gar nicht da. Komm, steh auf, du Penne. Ergib dich.
Ich drücke G. Ich habe nicht schlagen gedrückt. Jetzt wirst du für ja, komm. Die Prügeleien und all die anderen Dinge. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Ja. Ich leg 250, das ist echt viel, möchte ich anmerken. Aber okay, ist mir eigentlich auch einfach egal hier. Also gut. Hilfe! Hier gibt es eine Schlägerei! Bringt sie auseinander! Chef, ich möchte mit dir sprechen. Hey. Danke, meine Fresse. Ja, komm. Hier. Ich habe Wild. Dann zeig mal her. Ja, da. Ja, das. Hier, deine Belohnung. 250, ich pisse 250. Burgherrin Stefanie tat ihr Verlangen nach Rehnieren in Sahnesoße kund. Kümmere dich darum. Mit Vergnügen. Die habe ich weggetan, ne? Alles Gute. Die habe ich weggetan. Hirschnieren. Sind Hirschnieren Rehnieren? Rehnieren. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Was wird das hier? Ich gehe doch schon. Habe ich die zufällig? Ich glaube nicht. Heinrich der Jägermeister. 0 von 8. Okay, ich hätte eh nicht genug gehabt. Gut, ich brauche 8 Rehnieren. Obwohl ich Rehe weggeschossen habe, möchte ich anmerken. Mein Haus ist da gut. Dann würde ich sagen, machen wir beim morgigen Tag erstmal das Rennen. Schlafen und speichern. So. Und zwar... ich würde sagen, 7 sollte passen, oder? Ja, wie gesagt, dann machen wir morgen das Rennen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis dahin. Tschüss.